So, beginnen wir gleich mit der ersten Aufgabe. Die lautet: Berechne die Gesamtimpedanz des Motors und den Leistungsfaktor. Der Motor ist gegeben mit RM und der Induktivität LM. Die beiden Werte haben wir auch gegeben in der Aufgabenstellung. RM sind 80 Ohm und LM 100 Millihenry und das Ganze bei einer Frequenz von 50 Hertz. Wir können jetzt XL berechnen. XL ist gleich Omega L. Also 2 Pi mal F mal L, Werte eingesetzt 2 Pi mal 50 Hertz pro Sekunde mal 100 Millihenry, ergibt dann 31,4 Ohm für XL. Wenn wir uns jetzt das Zeigerdiagramm anschauen, dann haben wir einmal unseren Widerstand R, XL entsprechend nach positiv, nach oben zeigend, also 31,4 Ohm und die Gesamtimpedanz ergibt sich dann aus der geometrischen Addition, also einmal R und XL nach oben, ergibt letztendlich unser Z. Wenn wir unser Z berechnen wollen, dann können wir das mit dem Satz des Pythagoras machen. Also Z², hier entsprechend die Hypotenuse, ist gleich R² plus XL². Auf beiden Seiten die Wurzel gezogen, ergibt dann Z gleich Wurzel aus R² plus XL². Werte eingesetzt, ergibt dann entsprechend 86 Ohm für Z. Für den Leistungsfaktor können wir uns nochmal das gleiche Dreieck nehmen und wir suchen im Prinzip den Kosinus des Winkels Phi. Die Werte haben wir ja gegeben, 80 Ohm, XL sind entsprechend 31,4 Ohm und Z haben wir eben berechnet, 86 Ohm und der Cosinus Phi ist gleich R geteilt durch Z, also Ankathete zur Hypotenuse. Die Werte entsprechend eingesetzt und dann haben wir für den Cosinus Phi, für den Leistungsfaktor, den Wert 0,93.